Ubisoft. Bluehole Studio. Die Antworten, die wir suchen, lassen sich nicht in Büchern finden. Nicht mehr allein, sondern gemeinsam müssen wir uns der bevorstehenden Schlacht zur Rettung unserer Welt stellen. Unsere Reise beginnt auf der Insel der Dämmerung, die sich unerwartet aus dem Meer erhob. Vor langer Zeit fielen die Titanen Arun und Shara in einen tiefen Schlaf und schufen in ihrem Traum unsere Welt. Eine Welt, in der die Völker sich zusammenschließen sollten, um eine neue Allianz untergleichen zu schmieden. Die drohende Welle der Vernichtung zurückzuschlagen und den Feinden zu trotzen, die danach trachten, ihren Traum in einen Albtraum zu verwandeln. Wir kamen als Entdecker auf diese unbekannte Insel, um sie zu erforschen, um zu verstehen. Was wir fanden, waren Tod und Zerstörung. Ihr zählt zu den Besten und Klügsten, die hier nun anlegen, um dem Feind die Stirn zu bieten. Doch seid gewarnt, es ist pure Brutalität, die unsere Feinde antreibt. Sie kennen kein Erbarmen. Doch hier, auf der Insel der Dämmerung, werden wir uns wieder erheben. Das Licht wird über die Finsternis triumphieren. Und wieder grüßt der Teilnehmer. Damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Und zwar zu Terra Online. Das wird zwar nur ein kleines Let's Play Projekt sein, aber trotzdem heiße ich euch herzlich willkommen. Und ja, wir fangen einfach mal an mit meinem Bogenschützen, den ich in dem Let's Show erstellt habe. Hier haben wir hier Klasse, Bogenschütze, Geschlecht, männlich, ausgeruht, 0,0% Stufe 1. Hier haben wir den Server. Hashmina, das ist ein deutscher Server. Falls ihr mal mit mir spielen wollt, hier sind die Daten, Hashmina. Hier haben wir meinen ersten Charakter, mein Zerstörer, Hammerslayer. Aber um den geht's heute nicht, deswegen Teleforon spielen. Es gibt zwar einen Prolog, aber den werde ich euch nicht zeigen. Denn, ja, ich spiele einfach nur das normale zur nördlichen Anlegestelle zur Insel der Dämmerung. War auch ein sehr schönes Intro, was ihr da gesehen habt. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal zur Insel. Oh, schön. Da kann man jetzt die ganzen Sachen sehen, die ganzen Tasten, wie die alle belegt sind. Das kann ich wegmachen. Hallo? Egal. Da, die Insel der Dämmerung. Endlich geht's zur Sache. Habt Geduld. Diese Insel hat die erste Expedition das Leben gekostet. Hochmütige sterben hier früh. Ha! Der, der es wagt, sich mit mir anzulegen, stirbt hier vielleicht früh. Wer ist dabei? Ich bin dabei. Seit ich von der geheimnisvollen Insel hörte, die sich aus dem Meer erhob, träume ich davon, sie zu sehen. Ihr braucht ehrgeizigere Träume. Wo es eine geheimnisvolle Insel gibt, gibt's auch uralte Schätze.
Der perfekte Ort für mich also. Bei den Titanen. Diese Insel ist riesig. Genug geredet. Runter mit euch. Meldet euch zum Dienst. Für die Föderation. So, da sind wir jetzt auf der Insel der Dämmerung gelandet. Ich drücke jetzt erstmal das weg. Hier schon mit dem Pegasus hingeritten. Sind hier auf einer Plattform gelandet. Tja, die Grafik von Terra ist einfach nur hammermäßig. Kann man sich gar nicht satt sehen. Vor allem hier die Sonne, die sieht cool aus. Mit den Runen außenrum. Landschaft ist sehr schön gestaltet. Mit Zeppelin und so weiter. Aber gehen wir jetzt einfach mal zur Axele, zur Elbin, und sie ist eine Hafenmeisterin. Seht dies mit Freude. Lasst euch nicht von all der Schönheit täuschen. Diese Insel ist gefährlicher, als sie aussieht. Ihr erinnert euch vermutlich nicht mehr an mich, Talionfaron, aber ich bin nach diesem Sturm am Strand gewesen. Kurz nachdem ihr zu den Klippen aufgebrochen seid, sind Dämonen erschienen und dann wurde alles in Dunkel gehüllt. Ja, das mit den Klippen, das erfährt man im Prolog. Da strandet man nämlich an den Klippen und muss da ein paar Missionen machen, was ich ja jetzt übersprungen habe. Ja, hören wir weiter, was ihr zu sagen seid. Ihr seid sehr mutig, wieder hierher zu kommen. Es hat kaum einer überlebt und niemand hat Kommandant Elion gesehen, seitdem ihr gegen dieses Kumas-Monster gekämpft habt. Wir kontrollieren den nördlichen Teil der Insel, aber selbst hier ist es nicht völlig sicher. Ihr solltet mit Legat Lam sprechen. Er kann euch über die Suche nach Elion aufklären. Entschuldigung, wenn die Stimme jetzt nicht sehr weiblich geklungen hat, aber ich bin nicht gut im Stimmen nachmachen. Müsst ihr damit leben. Ich probiere es einfach mal hier. Reden wir jetzt mit Lam. Kommandant Elion ist irgendwo da draußen. Ich weiß es einfach. Hier, Licht der Morgendämmerung, die Mission. Jemand wie euch können wir hier gut gebrauchen. Jemanden, der schon einmal hier gewesen ist und der weiß, wie gefährlich die Insel sein kann. Die neuen Rekruten sehen überall nur Gelegenheiten, aber Elion hat es besser gewusst. Wir haben seine Leiche nie gefunden. Falls irgendjemand den Angriff des Dämons überlebt hat, dann Elion. Und aus diesem Grund suchen wir nach ihm. Lohnt sich das für mich? Folgende Quest abgeschlossen. Wir haben die erste Quest geschafft. Jetzt zu den Quests. Es gibt hier Quests mit orangen Ausrufezeichen und welche mit gelbem. Die orangenen Ausrufezeichen sind Hauptquests und die gelben sind Nebenquests. Machen wir als erstes mal hier die Hauptquest. Axele und ihr haben den stürmischen Strand überlebt. Wisst ihr wer noch? Kishale, die gleich auf der anderen Seite der Brücke zu finden ist. Kishale und Axele gehen sich aus dem Weg und wollen nicht über das Geschehene sprechen. Aber wenn ihr eine von ihnen dazu bringt, über Elion zu reden, wird sie ihr Selbstmitleid vorübergehend vergessen. Fragt Kishale nach Elion, dann wisst ihr, was ich meine. Außerdem würde es ihr gut tun, mal ein neues Gesicht zu sehen. Mich und Basaba ist sie langsam leid. Natürlich nehmen wir die Mission an. Gehen wir auch gleich in die Nebenmission, die schöne Bescherung. Ich weiß, dass ihr zurückgekommen seid, um nach Elion zu suchen, aber ich will offen sein. Viele verstörte Überlebende sind hierher zurückgekommen, die lieber weiter ihr Bett im Lazarett hätten hüten sollen. Versteht mich nicht falsch. Ich wünsche mir, dass ihr Elion findet, aber ich möchte nicht eines Tages nach euch suchen müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass ihr gut erholt und kampfbereit seid. Sprecht mit Centurio Basaba. Wenn diese alte Recke euch für einsatzfähig hält, dann soll mir das recht sein. Nehmen wir die Mission auch an. Jetzt dürfen wir auf die andere Seite zur Brücke laufen. Aber als erstes gehen wir hier zu Basaba, dem Centurio. Hier, schöne Bescherung. Ihr seht kampfbereit aus. Wir wollen uns alle an den Dämonen rächen. Aber dieses Mal werden wir vorbereitet sein.
Keine überraschenden Sturmangriffe oder verheerenden Strandlandungen mehr. Ihr seht so gesund aus wie jeder andere Bogenschütze, aber das könnte täuschen. Seid gegrüßt. Mission abgeschlossen. Gehen wir gleich in die nächste Mission, eine nahe Brücke. Eons Bruder Lian leitet die Suche von seinem Lager im Süden aus. Anders als sein Bruder und angesichts eurer Waffe, auch anders als ihr, ist Lian ein Gelehrter und kein Soldat. Niemand wünscht sich mehr als ich, Elion zu finden, aber es gilt, eine ganze Insel zurückzuerobern. Und wenn Elion tot ist, können wir sein Andenken so auf die beste Weise ehren. Ihr solltet in Bewegung bleiben. Meldet euch bei Centurio Kishale am nördlichen Kontrollpunkt Bogenschütze. Jetzt haben wir schon mal zwei Missionen, wo wir zu Kishale laufen müssen, die auf der anderen Seite der Brücke ist. Auch schön animiert hier die ganzen Wachen. Hier stehen immer wieder Wachen rum, mit denen man auch reden kann. Die haben aber nicht immer was zu sagen. Gibt's auch schöne Patrouillen. Schöne Patrouillen. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass die Frauen in Terra leicht bekleidet sind. Deswegen auch ein Hingucker für die Männer, würde ich jetzt mal sagen. Egal, reden wir jetzt mal mit Kishale. Spürt die Macht des Kerns. In dieser Gegend wandern zahlreiche Gilithus umher. Sie sehen aus wie laufende Bäume und sind gefährlich. Nehmt euch in Acht vor ihnen. Eine nahe Brücke. Überlebende des ersten Dämonenangriffs sind jederzeit willkommen. Die neuen Rekruten haben keine Ahnung, wie plötzlich die Gefahr im Nu hier über einen hereinbrechen kann. Alle klammern sich an die Hoffnung, dass Eon noch am Leben ist. Aber ihr habt diese Dämonen gesehen. Wir jagen einer Hoffnung nach, keiner Gewissheit. Elfen weisen den